Wunderschönen guten Tag, meine Abonnenten und meine Thai-Freunde. Heute reden wir mal Auswandern. Ja, wie ist das mit Auswandern? Viele sagen immer so, ich will auch auswandern. Ja, was steckt dahinter? Ja, das muss man erstmal denken. Thailand oder in andere Länder, man muss Geld haben. Ohne Geld kannst du nirgendwo auswandern. Es geht schon mit 50.000 Euro, musst du schon in der Hand haben, das ist für ein halbes Jahr. Und jedes halbes Jahr weiter 50.000. Ja, du, wenn du erstmal auswanderst, dann musst du erstmal die Gegend kennenlernen, dann musst du eine Wohnung suchen. Am besten ist, wenn du jemanden im Land kennt, der Hilfsbereitschaft ist. Das ist einfach. Ja, warum bin ich ausgewandert? Es gibt viele Gründe. Ich bin ja nicht nur einmal ausgewandert, ich war in Amerika 15 Jahre und habe in andere Länder gearbeitet. Ja, und jetzt bin ich ja hier in Thailand gelandet. Mein Traumland Asien. Ja? Ja, hört sich alles gut und schön an. So schön rosig ist das nicht. Erstmal, du stehst alleine da. Du hast hier wenig Freunde. Ich habe hier ein paar deutsche Freunde, die kenne ich schon 10 Jahre, seitdem ich herkomme. Seit fast ein Jahr kenne ich einen Schweizer. Der hat auch gebaut. Da werde ich nächstes Mal ein Video bringen und dann er kann mal erzählen, was er bezahlt hat. Sein Grundstück hat er schon vorher gekauft und das Haus hat jetzt, sein Haus hat gekostet 4,5 Millionen. Ja, und dann kommt noch die Elektroleitung dazu und dann alles so, da kommt das auch so auf 6 bis 10 Millionen alles hin und rein, was er so reingesteckt hat, somit die Möbel, die Extraausgaben, die Straße, die Mauer, was er noch machen muss, alles. Ja, da werde ich mal einen Kommentar auch über ihn reden. Der ist schon öfter, der ist ja mit einer Thailänderin verheiratet. Er kennt Thailand auch schon über 20 Jahre. Und der ist die gleiche Meinung wie ich. Ja, weil Europa gibt es keine Zukunft mehr. Deswegen ist er ausgewandert, ich sowieso. Ich habe nur kurze Zeit in Europa gestanden, wenn ich aus Amerika kam. Und dann bin ich gleich weitergezogen, so ungefähr mit einem Zwischenstopp nach Thailand. Ja, ich habe mein Haus verkauft in Deutschland und habe mir hier alles für das Geld neu aufgebaut. Und das Hälfte habe ich hier angespart. Ja, viele sagen, lohnt sich ein Haus zu kaufen? Nein, ja, ich habe eine Familie. Und mal so sagen, meine Frau muss viel Geduld mit mir haben. Ich bin ja praktisch ein Nörgler. Wenn das nicht hinhaut, dann muss sie viel ertragen. Auch wenn einer nicht hilft und lässt sich so bedienen wie ein König, da bin ich auch allergisch und so, das hat ihr auch schon mitgekriegt. Ja, mal so sagen, von meiner Rente kann ich gut leben, das ist ein Durchschnitt, meine Rente. Und ich habe ja 3 Renten, mal so sagen, ich kann gut davon leben, auch in Europa, aber dann zähle ich ja schon unter der Armut, weil ich meine Miete bezahlen muss und alles, die Lebensmittel sind teuer. Ja, und ich bin nur ausgewandert, weil Deutschland keine Zukunft bietet. Was bieten sie? Guck doch mal an, die Ampelpolitik. Ich habe das schon gesagt, wenn Scholz ankommt, der wird doch alles vergessen. Der wird nur eine Karre in den Mist ziehen. Genauso wie die Grünen mit ihren Öko-Freak, ja. Die haben das Geld jetzt so verarscht und rausgeschmissen, dass das unsere Kinder noch zahlen muss und die Enkelkinder. Das ist traurig, sag ich mal. Und dann sehen sie nicht ein, genauso wie ich jetzt gesehen habe, die ganze Politik, da wird der nur kritisiert gegen Scholz und dann geht er raus. Und dann guckt doch mal die Sitze an. Wir haben über 200 Abgeordnete. Wo sind die alle besetzt, die Sitze? Das ist keine Arbeit. Warum sollen wir denn so viel bezahlen? Da können sie doch die Sitze sparen. Genauso, warum sollen wir ein größeres Parlament haben? So wie in Amerika, so ein großes Parlament. Nee, brauchen wir nicht so viele. Wir haben die meisten Abgeordneten oder Ministerium auf der Welt. Und das kostet alles Geld. Genauso, wenn die 2 oder 4 Jahre sitzen, die haben mehr Geld, als was du in der Rente kriegst. Die kriegen mehr als wie 4.500 Euro. Und dann kriegen sie noch Spesen und das und dies und dann haben sie noch ein Büro. Ist das nötig? Ich kriege auch kein Büro. Deswegen bin ich ausgewandert. Wenn du bist immer nur an Zahlen. Und das ist schon seit 20 Jahren höher. Die Löhne gehen ja nicht hoch, aber jedes Mal andere. Ich habe in Amerika da mal gefragt, die Leute, warum streikt ihr nicht? Das ist ganz wenig mit den Streiken. Die sagen auch, wenn ich mehr Lohn kriege,
gehen die Preise hoch. Ja, stimmt doch auch, dann wird das alles teurer. In Thailand ist zwar auch ein bisschen teurer, aber nicht so teuer wie in Deutschland. Da hält die Regierung und die Hand drauf. Was Deutschland? Schröpfen. Das ist das. Und da tut doch keiner wehren. Wieder schon einer der AfD gesagt hat, wir gehen in Weimarer Republik rein, in den 30ern. Genauso wird das jetzt kommen. Die Wirtschaft ist kaputt, die Industrie geht wandern ab. Und dann brauchen wir Nachwuchs. Für was, wenn wir keine Industrie mehr haben? Warum wird weniger Kinder hier erzeugt? Weil die Regierung nicht bietet. Du bist arm heute. Keiner verdient mehr. Das gibt keinen Mittelstand. Das gibt Armut und Reiche. Wir haben mehr in Armut als wie Reich oder im Mittelstand. Das ist das Problem. Und die Politik suchen jetzt immer, wo sie etwas sparen können. Und wo fängt man das an? Kinder und Rentner. Das ist logisch. Und dann die Spritpreise hoch. Und dann die Ökosteuer. Schon wieder eine neue Steuer zu erfinden. Oh, da müssen wir wieder überlegen, wo wir noch zwei Steuern anschaffen können. Wo wir die über die 60 Billionen reinkriegen können. Tja, das ist immer an die kleinsten Leute. Die können sparen. Tja, und das ist keine richtige Politik mehr. Ja, ich hoffe, das gibt nächstes Jahr Neuwahlen. Das macht mich dann glücklich. Da will ich auch hingehen. Und das ist die Frage, was willst du denn wählen? Alles ist schon scheiße. Auch die CDU ist auch nicht besser. Aber das hat schon mal bei Frau Merkel gesehen. Die hat auch über 8 Jahre regiert. Und was hat sie gemacht? Ach, Mama Merkel für die Ausländer. Auch noch Milliarden Geld reingeschmettert. Ja, und deswegen ist das keine Zukunft mehr in Europa. Was jetzt so ein Kleinunternehmer Insolvenz geht, das haben wir in den ganzen 60, 70 Jahren nicht gehabt. Ja, da muss ich mal nachdenken und so. Und was ist dein Geld noch heutzutage wert? Gar nichts mehr. Da kann ich in Thailand besser leben. Ich habe ein Haus, ich habe ein Grundstück, brauche keine Miete bezahlen und ich kann mich als Selbstversorger machen. Das ist das. Und was habt ihr? Gar nichts. Ja, ich habe insgesamt praktisch 1 Million auf dem Bankkonto noch. Das ist so als Reserve, wenn meine Frau stirbt, dann kann ich ja nicht mehr als Verheiratsvisum nehmen, muss ein Rentnervisum nehmen und zu bleiben. Deswegen bleibt das Geld stehen. Ja, zur Not habe ich auch noch Gelder in Deutschland liegen. Wenn was ist, dann kann ich immer noch zurück und dann kann ich mir einen Neuanfang machen. Das muss man immer haben. Gelder in Rückhalt. Ja, man weiß das ja nicht, wie was das denn ändert in Thailand. Locker wird das ja wieder in Thailand ein bisschen. Die Politik ändert sich auch wieder. Die müssen zusehen, wie sie das Geld auch reinkommen, weil weltweit ist die Wirtschaft zurzeit nichts mehr gut. Der Euro steht ja höher als wieder Dollar. Ja, der Thai-Baht ist auch wieder ein bisschen höher. Ja, ich habe auch viele gesehen, so wie letztes Mal bei Uwe. Da ist einer wieder ohne Versicherung. Ich sage immer, die Leute haben da selbst Schuld. Wenn man keine Versicherung hat, dann darf man nicht lange stehen. Dann muss man wieder nach Deutschland gehen und dann halbes Jahr da bleiben, dann wieder halbes Jahr zurückkommen. Das ist das Einfachste. Und jetzt sind sie am Sammeln. Das ist nicht der erste, das sind schon mehrere. Ich sage immer, ich habe eine Versicherung, ja. Wenn meine Frau nicht lebt, dann habe ich auch die Versicherung nicht. Aber dann habe ich eine Sicherheit, dass ich in Deutschland gehen kann. 1 Monat, 2 Monate und wieder zurück nach Thailand gehen. Wenn ich was habe, kann ich mich in Deutschland behandeln. Und dann bin ich da auch wieder versichert. Man hat immer noch eine Familie oder eine Neffe oder sonst was, wo man sich nur anmelden kann für 6 Wochen Urlaub, so ungefähr, mit Meldeadresse. Dann hast du auch eine Versicherung. Das ist immer noch billiger. Und in Thailand geht nur bis 60, 65 eine Versicherung, danach muss ich privat versichern, das ist teurer denn. Ja, damit man muss das alles rechnen, das habe ich auch mit eingerechnet. Wenn meine Frau nicht mehr da ist, aber die ist ja jünger als wie ich, erheblich, 15 Jahre, dann kann trotzdem was passieren, dann heißt das immer, ich bin abgesichert, dann muss ich in Deutschland, wenn ich krank bin, in Deutschland mich behandeln lassen oder Kleinigkeiten hier bezahlen. Aber hier kommt schon Krankenhauskosten,
pro Tag über 15.000 in staatlichen. Und je weitere das Operation ist und mehr Pflege, Privatraum und so, weil viele gerne wollen privat haben, kostet das mehr. Und da kann man sagen, das Geld von 400.000 oder 600.000 oder 800.000 ist in 3 Monaten sehr schnell weg. Und bei solchen Leuten habe ich kein Bedauern. Auch da regt mich schon wieder auf, wenn da einer wieder einen Spendenaufruf machen, weil er keine Versicherung hat. Ich sage immer, die haben selbst Schuld. Ich habe in Amerika auch eine Versicherung gehabt durch meine Frau und so. Ich bin nicht auch in Urlaub war, hier habe ich meine Reiseversicherung gehabt. Die waren immer so 3 Monate gültig. Zweimal im Jahr 3 Monate. Und da bin ich immer abgesichert gewesen. Da habe ich keine Angst gehabt. Es könnte mal passieren was. Da war auch mein Rücktransport drin. Habe ich auch mehr bezahlt. War ein Rückflug mit einer Transportgesellschaft. Das ist teuer. Da kannst du schon mit 50, 60.000 Euro rechnen, weil da ein Arzt ist, 2 Begleitpersonen, der Pilot. Du bist alleine im Flugzeug, das kostet alles Geld, denn der Sprit und so. Ja, ein kleines Flugzeug muss mindestens 2-mal zwischenlanden von Thailand und das kostet auch alles Geld. Flughafengebühren und so, das denken ja auch viele nichts. Und viele denken, denn der Botschaft hilft, der hilft dir gar nichts. Der Botschaft ist nur für Wirtschaft hier oder er vermittelt an die Familie, dass sie Geld geben. Die geben dir Geld, aber du musst das für teures Geld wieder zurückzahlen. Das ist das Problem. Viele denken, die tun was. Die tun gar nichts. Die tun nur für dich, wenn du einen Reisepass brauchst oder irgendwie andere Dokumente übersetzen mit einer Beglaubigung. Das tun sie. Und dafür musst du auch bezahlen. Ja, meine Leute, was denkt ihr aber, wozu der Botschaft ist? Das ist nur eine Vertretung des Landes zum Verhandeln und so. Nicht für die Leute, die da hier leben oder Tourismus sind. Die sind nur ein bisschen helfen. Mehr nicht. Und wenn du Probleme hast im Gefängnis, die sehen, dass du lebst noch und du bist versorgt, dann haben sie kein Interesse darüber dich. Das ist das. Tja, hast du kein Geld für einen Anwalt, dann bist du auch ein Arschgekniffen. Das ist das. Ja. Ja, viele denken immer, das ist leicht zu auswandern. Ja, man muss die Regeln halten. Man muss sich auch nichts gefallen lassen, vieles hier. Viele sind so solche Arschkriecher und dann sagen sie, ja, dann mache ich das, dann mache ich das. Musst du nicht. Mach ein bisschen Köpfchen auf und hör, was die anderen sagen und so. Ich lasse mich auch nicht abzocken. Meine Frau weiß, wie es ist. Und sie macht auch den Mund auf. Tja. In Thailand gibt es vieles schlechtes Material, was nicht gut ist, was nicht lange hält. Es wird nur billig hergestellt. Danach sind ja auch die Preise. Sollst du ja öfter kaufen. So treibst du die Wirtschaft in Gange. So ist das. Ja, ich habe es auch schon immer viel gemerkt, was man hier kauft, ist viel Schrott. Auch wenn du mehr bezahlst, ist das auch nicht besser. Ein bisschen besser, was länger hält, weil sonst nichts. Ja. Viele kennen das, die schon länger in Thailand leben und die wissen das auch. Es gibt auch viele, die haben schon länger Zeit im Ausland gelebt und die halten sich an die Regeln oder teilweise, wollen wir mal so sagen. Ja, Thailand ist ein wildes Land, wo man so sagen will, Westen kann man bald sagen. Besonders im Straßenverkehr, Blinker raus, ohne zu gucken. Wenn der Blinker ist, kann ich fahren. Ja, so ist das hier. Motorradfahren lasse ich auch schon mal nach viel, weil das sehr gefährlich ist und schlechte Straßen, besonders abends gefährlich. Hier passiert mehr Motorradunfälle als wie mit dem Auto und mehr Tote. Ich habe das mal im Krankenhaus gesehen, wenn ich da ein paar Tage war. Da kann man alle sagen, die was mit dem Verband haben, das sind alle mit Motorradunfällen gewesen. Da kann man sagen, ein halber Raum war Motorradunfall, also ungefähr. Tja. Man braucht nur zuhören ein bisschen. Dann weißt du, was der hat. Ja, das ist erstmal ein Thema. Und schreibt mal an eure Erfahrungen, wer hier in Thailand lebt, was der erlebt hat hier. Würde mich freuen. Und wenn ihr wollt, wäre ich denn mal gerne an den dann sag ich mal die Zeit, wann. Am besten wird Samstag und Sonntag sein, da habe ich auch Zeit. Da kann ich das machen nennen. Und dann wünsche ich mal ein schönes Tag noch euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.